What up, mein Name ist Flash und in diesem Video zeige ich dir, wie du innerhalb von kürzester Zeit ein richtig nices Survival-Haus bauen kannst. Das Ganze ist wirklich super einfach und vor allen Dingen dauert es überhaupt nicht lange und ihr habt direkt ein richtig cooles Haus für eure Minecraft-Survival-Welt auf eurem Server mit euren Freunden oder falls ihr vielleicht auch Hardcore spielt. Bevor wir dazu kommen, falls ihr solche Tutorials mehr haben wollt und vor allen Dingen, falls ihr davon keine verpassen wollt, wie ihr irgendwas baut in eurer Welt, einfach ein Abo da lassen, für euch ist nur ein Klick und für mich eine sehr große Unterstützung. Schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes bauen soll und dann würde ich sagen, zeige ich euch erstmal alles, was ihr dafür benötigt. Ich werde euch jetzt einfach mal einblenden, jedes Item auf die exakte Anzahl genau, die ihr benötigt für dieses Haus. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass auch wenn ihr ein, zwei Items nicht habt oder auf 5, 6, whatever, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Konzentriert euch darauf, dass ihr wirklich die wichtigsten Bauteile habt, also zum Beispiel alles, was aus Holz gemacht ist, also die wirklich einfachen Sachen, die nachher das Grundgerüst des Hauses sind. Die ganzen kleinen extra Sachen sind nicht so wichtig. Die nächste Sache, die ich euch jetzt einblenden werde, ist der Grundriss des Hauses. Lasst euch nicht irritieren, denn ich habe hier alles mit Wollblöcken platziert, damit das Ganze nachher einfacher ist, für euch nachzuvollziehen, wie die Abstände sind. Die Abstände habe ich euch auch eingeblendet. Das ist die Fläche, die euer Haus einnehmen wird. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ihr seht jetzt hier die ganzen roten Wollblöcke und darauf platzieren wir dann jeweils einen Eichenstamm. Einfach mal komplett die Reihe rum und so, dass man die nach oben hin auch sieht. So sollte das Ganze aussehen. Und dann gehen wir an diese hinteren zwei Reihen und platzieren die auf eine Höhe von 4. Also platzieren wir praktisch 3 Eichenstämme noch oben rauf. 2, 3, 4. Und das Ganze machen wir bei allen Stämmen, die jetzt hier nach oben ragen, aus diesen hinteren beiden Reihen. Denn bei den vorderen oder bei der vorderen Reihe machen wir jetzt nur Folgendes. Die beiden hier außen lassen wir so und platzieren hier auf die beiden inneren jeweils nur einen Eichenstamm nach oben rauf. Dann können wir auch schon hier die Wolle wegmachen, beziehungsweise bei euch ist ja keine Wolle da, und verbinden praktisch diese Stämme miteinander, so dass wir praktisch hier unten einfach Holz platzieren. Müsst ihr vielleicht gar nicht machen, da wir da nachher noch etwas drauf platzieren und man die hier unten nicht sehen wird. Ich mache es jetzt einfach, damit es nicht weiter irritiert. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Dann kommen wir auch schon zum Fußboden des Hauses und da machen wir einfach Folgendes. Und zwar platzieren wir hier, genau wo diese Reihe, diese zweite Reihe praktisch von vorne gesehen aufhört, platzieren wir das genau ein Block höher, nur mit den Eichenholzbrettern. Füllen das praktisch hier komplett auf, denn das wird nachher der Boden sein von dem Haus, wo wir uns nachher drin befinden werden. Also praktisch bis hier hinten zur hintersten Kante einfach auffüllen. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann gehen wir auch schon hier vorne ran. Hier ist der Eingang, wie ihr seht. Und dann gehen wir einmal rechts lang und platzieren praktisch so ein Fenster. Das Ganze soll 2 Blöcke hoch sein und hier in der Mitte 3 Blöcke breit. Ihr seht, das passt nicht ganz überein. Deswegen werden wir hier noch einen weiteren Block einmal oben raufsetzen, sodass wir hier auf den hinteren beiden Reihen bei einer Höhe von 5 Blöcken sind. Ich hatte jetzt nicht bedacht, dass wir das Ganze hier noch einen nach oben setzen. Deswegen 5 Blöcke müssen die hier hoch sein, nicht 4, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Dann gehen wir auf die linke Seite und machen das genau dasselbe, auch hier wieder bis nach oben hin anbauen. Und so 3 Blöcke mal 2 Blöcke muss das Ganze sein. So sieht das Ganze aus. Und dieses Prinzip führen wir auch weiterhin hier an den Seiten und hinten fort. Das heißt also, wir platzieren hier unten eine Reihe hin, eine Reihe nach oben und platzieren das ran. Hier haben wir auch wieder ein 3 mal 2 Block großes Fenster. Hier müsste das Ganze dann auch so entsprechen. So ist es praktisch wie eine, ja, wie ein Kreis rumziehen. Hier in der Mitte füllen wir einfach nur auf. Hier wieder so ein Fenster. So hier ebenfalls und hier auch, sodass wir auf jeder Seite praktisch dieselben Fenster haben. Die sind alle gleich groß. So sieht das jetzt hier erstmal aus. Und dann machen wir Folgendes. Wir nehmen wieder Eichenholzbretter und diese übrig gebliebenen Seiten hier vorne oder da, wo jetzt bei mir noch Wolle ist, platzieren wir einmal mit den Eichenholzbrettern vor. Und praktisch hier, wo die beiden Pfosten stehen, werden wir Eichenholz-Slabs platzieren. Sieht ja ziemlich komisch aus jetzt hier noch von der Seite, deswegen platzieren wir hier einfach mal Treppen ran und auf der anderen Seite ebenfalls. Hier vorne wird nämlich nachher der Garten hinkommen und dann kann man vom Garten direkt hier auf diese Holzbretter gehen. Des Weiteren platzieren wir auf diese 4 Eichenholzstämme, die wir haben, einfach nur ganz normale Stone-Slabs. So muss das Ganze aussehen, dann brauchen wir die danach auch gar nicht mehr. Und nehmen jetzt einfach Fichtenzäune und platzieren die auf dieses Gebiet, was ich jetzt hier mit Holzbrettern platziert habe. Könnte bei euch aber auch Rasen sein, ist egal. Auf jeden Fall das einfach mal so verbinden miteinander, so dass nachher das Endresultat so hier aussieht. Und jetzt kommen wir tatsächlich schon zu der Grundstruktur des Daches. Denn wir werden nämlich erstmal jetzt hier vorne, wo der Eingangsbereich ist, einmal Treppen nach unten platzieren, so. Dann 2 Holzbretter drauf, damit das Ganze so aussieht. Und dann fangen wir auch schon an mit dem Dach. Das heißt also, wir platzieren jetzt hier praktisch Fichtentreppen einmal so und so zeigend, so entgegengesetzt zeigend, dass das Ganze so aussieht. Gehen dann an eine Seite und machen jetzt Folgendes. Das hatte ich in anderen Tutorials schon gemacht. Immer so, dass die Treppen nach unten zeigen, nach oben zeigen,
zack, zack. So muss das Ganze aussehen. Und das machen wir selbstverständlich auch von der anderen Seite. Da fangen wir dafür aber hier an, hier ganz außen. Und machen genau dasselbe. Und zwar so, dass sich praktisch diese Treppen hier oben treffen würden. Jetzt in die Mitte platzieren wir jetzt eine, die nach unten gerichtet nach vorne zeigt. So muss das aussehen. Dann eine so, die in die andere Richtung zeigt. Und wieder eine, die genauso wie die nach unten zeigt. So sollte es aussehen. Genau dasselbe machen wir auch nach rechts hier weg. Also so einfach nur. Und hier in der Mitte wieder. Bup, bup. Oh, nee, warte, das hat nicht ganz so gut geklappt. So muss das Ganze aussehen. Das Ganze haben wir jetzt hier nach vorne gemacht, aber weil das Dach ja durchgezogen wird nach hinten, werden wir genau dasselbe nochmal auf dieser Seite machen. Dafür können wir aber auch schon hier das Dach bis nach hinten durchziehen, denn hier wird genau dasselbe passieren. Also auch hier wieder in die verschiedenen Richtungen zeigen, sodass sie in der Mitte sich verbinden und von dort aus wieder arbeiten. Und fertig. Genau so sollte das Ganze jetzt bei euch aussehen. Ich fliege hier einmal rum, ihr könnt das bei euch schon mal abgleichen, ob das genauso bei euch aussieht. Wenn ja, dann habt ihr schon einen sehr großen Schritt gemacht. So, wir sind allerdings hier mit dem Dach noch nicht fertig, denn wir werden genau dasselbe auch hier auf diesen Seiten machen, dass wir praktisch ganz viele Dachecken haben. Dafür gehen wir hier vorne hin und platzieren auf diesen Eichenstamm einen nach außen zeigen. Genauso wie auf dieser Seite auch jeweils nach außen hin zeigen. Und dann machen wir genau dasselbe Prinzip wieder. So, wie wir es auf den anderen beiden Seiten auch gemacht haben. Zack, und in der Mitte muss ich das Ganze wieder verbinden. Zack, und bupp. Auch darauf achten, dass das Ganze auf einer Höhe mit diesen anderen Ecken von dem Hausdach sind. Genau dasselbe gilt auch hier wieder. Ihr seht, das Ganze ist dann wie so eine Ecke hier unten. Und wieder verbinden. Und zack, zack und zack. Und jetzt sind wir eigentlich mit der Grundstruktur fertig, denn was wir damit machen wollen ist, wir gehen jetzt hier mit Spruce Slabs, also mit ganz normalen Fichtenstufen hin und verbinden praktisch diese Ecken miteinander. So, in die Richtung, genauso wie wir es hier auch machen, dass wir praktisch nachher so kreuzmäßig das Ganze drin haben. Hier müsstet ihr dann sehen, dass das Ganze auch auf derselben Höhe sich abspielt und möglichst auch symmetrisch ist, wie ihr hier sehen sollt. So sollte das Ganze jetzt von oben von euch aussehen. Nun müssen wir das Dach natürlich vervollständigen. Dafür nehmen wir aber ganz normale Eichenholztreppen und werden das Ganze jetzt immer so verbinden, dass das Ganze einwandfrei miteinander connected ist. Also, dass es ineinander übergeht, so zum Beispiel. Ihr seht, das Ganze geht perfekt ineinander über, bloß die Farben sind unterschiedlich und genau so sollte es bei euch dann auch aussehen. Auch hier in der Mitte genau dasselbe Prinzip. Hier gucken, dass das Ganze sich miteinander connectet und dann baut ihr es so eine Art wie so einen kleinen Halbkreis einfach rum. Das heißt also, ich gebe es hier, zack, sehe hier, das Ganze kann sich verbinden, bupp, und so mache ich das bis nach oben hin. Und fertig sind wir damit. So sollte das Haus jetzt von oben aussehen. Ich finde, sieht schon mega, mega geil aus. Hat auf jeden Fall Stil. Und wenn ihr das habt, habt ihr das Schwerste vom Haus bereits schon geschafft. Als nächstes gehen wir nach hier vorne und werden erstmal unsere Türen platzieren. Und zwar so, dass sie so ein bisschen reinstechen. Und auch darauf achten, dass sie auch zur selben Seite aufgehen. Ne? So, wenn wir das getan haben, können wir das Ganze hier zumachen. Und werden erstmal Folgendes tun. Wir gehen nach hier oben und werden erstmal hier in diesen Seiten das Ganze einmal mit Eichenholzstämmen verbinden, hier nicht, sondern nur an diesen längeren Seiten, werdet ihr sehen, macht das Ganze viel, viel hübscher. Und dann werden wir auch die erste Decke reinbauen. Die platzieren wir genau hier, wo diese Fenster aufhören, sodass praktisch die Decke genau mit diesen Fenstern abschließt. Das Ganze können wir erstmal komplett durchziehen, bis eine komplette Decke gemacht worden ist und praktisch kein Loch nach oben ist. Und fertig sind wir auch damit. Doch dann müssen wir einmal nach oben gehen und werden jetzt Folgendes machen. Und zwar nehmen wir jetzt ganz normale Spruce Slabs, also Fichtenstufen, und werden die hier dreimal hin platzieren, genauso wie auf dieser anderen Seite auch. Denn wir wollen das Haus natürlich nicht offen lassen. Aber hier hinter platzieren wir dann einmal alles voll mit Fichtenzäunen. Also so, dass das Ganze aussieht wie so ein Dreieck, dass das Ganze so zugegittert ist. Sieht von außen hin viel, viel cooler aus und macht das Ganze nicht so offen. Und genau dasselbe machen wir auch hier bei den übrigen Fenstern, die wir jetzt hier noch offen haben, damit das Ganze komplett abgeschlossen ist und auch von außen hin, ja, ein bisschen inniger aussieht.
Und dann können wir auch schon wieder nach unten gehen. Als nächstes wird es erstmal Zeit, dass wir erstmal überhaupt Glas reinplatzieren, beziehungsweise Fenster machen. Dafür nehmen wir ganz normale Glasscheiben und werden damit einfach die ganz normal hier unten erstellten Fenster komplett ausfüllen. Da muss man nichts beachten, einfach nur die Lücken füllen hier. Und dann hat man erstmal ganz normal basic aussehende Fenster, aber wir werden die natürlich noch dekorieren, da braucht ihr euch keinen Kopf machen, damit das Ganze nachher so aussieht. Dann gehen wir an die Seite des Hauses, also praktisch hier links einfach mal hin und werden anfangen, ein Fensterbrett zu bauen. Dafür platzieren wir einfach drei Fichtentreppen oder Fichtenstufen eher gesehen. Nehmen uns dann zwei Zäune, platzieren die links und rechts daneben und darunter praktisch eine Trapdoor. Dann ist das wie so ein Hängeding, sage ich jetzt einfach mal. Dann können wir auf die linke oder rechte Seite, wo auch immer, einfach eine Laterne platzieren. Können wir auch von mir aus auch auf beiden Seiten machen, macht keinen Unterschied. Wichtig ist, dass wir darunter jetzt drei Grasblöcke platzieren oder Erde, je nachdem, das wird ja eh noch bewachsen. Und vor diese platzieren wir dann erstmal drei Eichen-Trapdoors. Dann gehen wir nach rechts und nach links und platzieren ein ganz normales Laubblatt. Und das ist komplett egal, welchen Baum ihr nehmt. Ich habe jetzt einfach mal Eiche genommen und um das platziert ihr dann praktisch Fichten-Trapdoors. Sind meine Lieblings-Trapdoors und passen auch sehr, sehr gut rein. Und genau dasselbe machen wir natürlich auf der anderen Seite ebenfalls. Laub mit Fichten-Trapdoors dran. So. Wenn wir jetzt auf die Rückseite des Hauses gehen, gibt es gar nicht eine so große Veränderung. Auch hier heißt es wieder, dass wir die Slabs platzieren, dann auch wieder rechts und links die Zäune, Trapdoors drunter packen, links und rechts können wir dann eine Laterne hin platzieren auch wieder unter Gras runter, also wie praktisch auf den anderen Seiten. Doch eine kleine Veränderung wird es geben, dazu komme ich jetzt. Und zwar platzieren wir auf diese Seite doch keine Trapdoor und ziehen erstmal ganz normal den Zaun hoch, sodass er sich hier connectet. Das Ganze können wir hier auch machen. Und die Veränderung ist eher hier oben jetzt der Fall. Wir platzieren einen ganzen Block oder beziehungsweise können auch zwei Slabs platzieren. Platzieren dann auf beide Seiten jeweils eine Trapdoor und wieder eine Slab in die Mitte. Denn darauf kommt nämlich wieder eine Laterne. Dass das Ganze so aussieht, kontrolliert es bei euch, ob ihr es genauso gemacht habt. Das genau dasselbe machen wir ebenfalls hier auf dieser Seite, also Grasblock. Und ich denke mal, ihr könnt das alles schon gar nicht mehr hören. Ihr wisst, wie das System funktioniert. Und auch hier wieder darauf achten, einen ganzen Block oder zwei Half-Slabs, in die Mitte ein Half-Slab, zwei Trapdoors und darauf wieder eine Laterne. So sollte das Ganze aussehen. Hier in die Mitte platzieren wir wieder zwei Grasblöcke, denn wir können das hier nicht einfach so lassen. Da machen wir Eichen-Trapdoors dran und da nehmen wir uns dann praktisch zwei Blumen. Da ist es egal, welche von diesen gewählten Blumen ihr nehmt. Also es ist wirklich überhaupt nicht wichtig, welche Blumen ihr nehmt. Ich nehme jetzt einfach mal die beiden und platziere die so in die Mitte. So sieht das Haus schon deutlich detailreicher aus. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass wir die Fenster hier vorne dekoriert bekommen. Und dort ist es tatsächlich genau wieder dasselbe Prinzip. Aber auch dort gibt es eine kleine Veränderung, aber wirklich nur klitzeklein. Aber auch hier wieder ein ganzer Block, beziehungsweise zwei Half-Slabs, in die Mitte eine Slab, zwei Trapdoors und wieder eine Laterne drüber. So muss das Ganze aussehen. Genau dasselbe machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. So. Und der einzige Unterschied ist einfach, dass wir jetzt hier hingehen, nehmen uns ein paar Blumen raus und einen Blumentopf und werden dann praktisch drei Blumentöpfe nebeneinander hier auf das Fensterbrett platzieren und einfach verschiedene Pflanzen dort einsetzen. Da ist es auch egal, welche ihr nehmt. So, dann verschönern wir noch ein wenig den Eingang und zwar platzieren wir hier links als auch rechts einmal einen Eichenstamm nach vorne. Diesen schließen wir ab mit einer ganz normalen Eichentrapdoor und darunter platzieren wir auch wieder Laternen. Denn das Ganze muss natürlich gut beleuchtet werden. So soll das Ganze aussehen. Dann gehen wir hier vorne an diesen Vordereingang und werden dort einfach zwei Zauntaucher nebeneinander platzieren. Dass man praktisch hier erst durch muss, um dann seine Tür öffnen zu können. Hier, wo die zwei blauen Blöcke sind, die ihr vorhin schon gesehen habt, dort platzieren wir einfach nur Wasser hin. Zack, hier auf die Seite und auf diese Seite, denn hier vorne kommen gleich Felder hin und es soll ja auch alles getroffen werden. Daraufhin platzieren wir halt Eichen-Trapdoors, weil das Wasser darunter verschwindet dann nicht. Doch bevor wir gleich zu diesen Pflanzen kommen, gehen wir noch einmal hier ran. Und zwar direkt neben diesen Wasserlöchern werden wir Barrels, also Fässer platzieren. So, da kann man nämlich zum Beispiel das Getreide dann lagern, denn wir werden das Ganze hier einfach komplett bewässern. Ich habe einen Zeitraffer drin, nicht, dass ihr euch wundert, warum bei mir gleich alles so schnell wachsen wird und alles so schnell bewässert. So, und dann platzieren wir praktisch Karotten und Weizen jeweils in eine Reihe immer abwechselnd. Also nicht ein Feld so, dann das Getreide nicht, sondern es soll einfach schön aussehen. Und es sieht auch wirklich gut aus. Wenn man möchte, kann man jetzt hier noch abwechselnd immer Moos platzieren. Kann man machen, muss man jetzt allerdings nicht. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Das sieht, finde ich, ganz cool aus. So, wenn wir jetzt hier reingehen, machen wir Folgendes. Und zwar platzieren wir einmal hier zwei Blöcke links daneben und zwei Blöcke rechts daneben von dieser Tür einmal einen Komposter. Und platzieren auf diesen Komposter jeweils zwei Leaves. Auch hier wieder egal, welchen Baum ihr dafür nutzt. Dann platzieren wir praktisch hier links zwei Zäune und hier rechts, denn hier oben über die Reihe praktisch über dieser Tür platzieren wir dann praktisch einfach Eichen-Trapdoors. So muss das Ganze hier aussehen.
Als nächstes nehme ich wieder meinen Moosteppich und werde dort 4 nebeneinander packen und das in 2 Reihen, so soll das Ganze aussehen. Das müsst ihr nicht machen, ich finde, es sieht in Ordnung aus, aber geht auch deutlich besser, wie ich finde. Ist eure Sache. So, und dann kommen wir hier in die linke Ecke und dort werden wir erstmal ein Kategorie-Table platzieren und darauf ein Smithing-Table, das ist so eine kleine Arbeitsecke. Dann machen wir hier ein Crafting-Table, lassen einen Block frei und platzieren hier einen Ofen. Dann ein Blast-Furnace, ein Smoker, einfach alle Villager-Berufe so einfach verbunden miteinander. Dann einfach 2 Trapdoors daneben so, sodass man darauf dann einfach ein Grindstone als auch ein Stone-Cutter platzieren kann. Hier um die Ecke werden wir das Ganze nochmal beleuchten mit einer kleinen Laterne. Und hier in dem freigelassenen Block kommt nämlich der Amboss hin. So soll das Ganze dann aussehen, wie so eine kleine Arbeitsecke. Jetzt nehmen wir praktisch wieder Fichtenstufen und platzieren eine links und eine rechts hin. Denn in die Mitte kommt jetzt erstmal ein Kessel und dort machen wir auch Wasser rein. Das ist unsere kleine Brauerecke, deswegen nochmal rechts eine Laterne und links kommt dann der Braustand rein. Genau gegenüberliegend, also praktisch auf der Seite, werden wir jetzt 2 Blöcke freilassen, dort einfach unter ein Enchanting Table hin platzieren mit 2 Bücherregalen. Natürlich ist das jetzt hier nicht so effizient, weil man nicht hohes Level enchanten kann und so, aber es sieht einfach schön aus und hier geht es ja auch nur um die Dekoration. Dann nehmen wir den Block links von dem Enchanting Table und platzieren dort ein Armor Stand dran und dort meine typische Armor Konstruktion. Dort könnt ihr auch sonst für eine Armor hin platzieren, ja auch Diamantrüstung und so. Ich mache das immer so, ist mein kleines Markenzeichen und so würde ich das dekorieren. Jetzt nehme ich einfach grauen Teppich und werde diesen dafür nutzen, dass ich komplett bis hier vorne das Ganze einmal auffüllen kann. Dass das Ganze wie so ein kleiner, ja, Teppich halt ist. Naja, dann gehen wir hier an diese Ecke und werden hier einmal eine Treppe in die Richtung platzieren und genau gegenüberliegend neben diesen Eichenstamm in die Richtung. In die Mitte werden wir das Ganze verbinden, indem wir einfach nur Fichtenstufen hin platzieren. Dann platzieren wir hier links eine Kiste und hier rechts eine Kiste genau bei den Eichenstämmen hin und werden dann in der Mitte 2 Flowerpots mit irgendwelchen Blumen wieder hin platzieren. So soll das Ganze aussehen. So, dann kommen wir zu dieser Seite des, ja, des Raumes, des Hauses, whatever. Und dort platzieren wir erstmal praktisch 2 Treppen nach unten gerichtet aus Fichtenholz und dann 2 weitere Slabs ran. Denn hier vor kommt nämlich das Bett, so soll das Ganze aussehen und praktisch auch roten Teppich drumherum. Einmal so. Damit das Ganze eine kleine Raumteilung hat, platziere ich hier 2 Reihen noch mit Leaves hin, dann ist das Ganze nicht so offen und ich finde, es gibt einen sehr, sehr coolen Look hier ab. Und dann platzieren wir praktisch in diese eine Ecke einmal eine Laterne, darüber können wir eine Bell platzieren, muss man nicht. Mache ich jetzt einfach mal so. Und dort dann wieder 3 Flowerpötte, 3 Blumentöpfe und dann mit den 3 verschiedenen Baumarten. Denn darüber kommt auch nochmal eine Reihe voll mit Laubblättern. So sieht das Ganze aus. Finde ich, passt sehr, sehr gut rein. Eine Sache, die jetzt nicht unbedingt notwendig ist, die aber das Ganze noch nicht ganz so leer aussehen lässt, ist, wenn man jetzt hier noch 2 Slabs ran platziert und jeweils ein Fichtenschild drumherum platzieren kann, dann kann man hier rechts noch eine Laterne platzieren und links ein Large Amethyst Bud. Das Ganze ist, glaube ich, nicht möglich in Survival, aber ich finde, es sieht halt sehr, sehr cool aus. Es gibt noch ein bisschen mehr Farbe ab, aber ich mache es einfach so. Damit ihr auch, falls ihr wollt, nach oben könnt, nehmt ihr jetzt einfach irgendwie, könnt ihr jetzt nehmen Eichenholzbretter oder whatever, könnt hier eine Reihe ran platzieren, macht hier einfach ein Loch rein und nehmt euch dann Leitern und macht somit einen Durchgang nach oben. Was ihr hier oben macht, ist natürlich eure Sache. Ihr könnt das Ganze beleuchten, vielleicht eine kleine Amboss-Ecke machen oder einen Verzauberungstisch vielleicht nach oben hinstellen oder auch ein Lager mit ganz vielen Kisten. Aber das will ich euch definitiv überlassen. Ja, Leute, das war das Haus, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr könnt es nachbauen. Es hat echt eine Menge Arbeit gekostet, das Ganze einfach vorzubauen und zu designen, sage ich jetzt einmal mal. Deswegen einfach gerne ein Like da lassen, falls es euch gefallen hat. Lasst mir ein Abo da, um in Zukunft nicht zu verpassen, wie man irgendwas baut in der Minecraft-Welt. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich eurer Meinung nach als nächstes bauen soll. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.